Du hast damit angefangen. Du hast Scheiße gebaut. Ich vermisse ihn. Luna. Wie erklärst du dir, dass Nannys Baby ganz zufällig sehr stark pigmentiert ist? Ich frage dich zum allerletzten Mal. Hast du sie angefasst? Nein. Rechts ein bisschen höher? Nein, das ist zu hoch. Wartest du schon lange? Du kannst mir nur nicht erzählen, dass Mama das gut findet, wenn du mir weiter mit der rummachst. Ich mach nicht mit der rum. Wenn ich dich einstelle, mache ich mich angreifbar. Verstehe. Du wolltest dir doch was Wichtiges fragen. Ich wen? Ja, mich, Peter. Ich bräuchte ein paar Röntgenaufnahmen. Zur Pfleger werden? Nur vorübergehend. Dafür habe ich noch nicht Medizin studiert. Bislang dachten sie beide, dass sie eine harmonische Beziehung führen. Was heißt das denn? Frieden. Ich habe mich hier monatelang zum Affen gemacht. Und jetzt bin ich das Gespött der Klinik. Könnt auch erstmal bei mir wohnen. Luna, bei dem Wagen, da musst du mit Gefühl. Gefühl? Ey, was ist mit meinen Gefühlen? Ich weiß nicht, was er hat. Was ist denn los? Paul, stimmt was nicht. Das Schicksal des Kleinen nimmt sie ganz schön mit, was? Natürlich. Schafft er denn eine OP? Er ist doch noch so klein. Das sieht mir aus bei einem Infarkt. Ein Herzinfarkt? Mit 16? Alhammer, 11 Monate war bei unserem Eintreffen bewusstlos. Was ist denn passiert? Ich habe ihn einfach nicht wach bekommen. Sie glauben, es liegt eine Kindesmisshandlung vor? Ich habe meinen Sohn nicht angefasst. Ich sterbe. K? Hast du etwa ohne mich weitergemacht? Frau Professor, Sie wollten mich sprechen. Ich wollte mal nachhören, wie sich mein Sohn als Krankenpfleger macht. Der ist völlig wahnsinnig. Der ist da. Ja, der ist... Das noch weit bringen. Das soll er gar nicht. Nein. Jonas, ich wusste ja gar nicht, dass du eine Putzfrau hast. Mama! Entschuldigung. Der Stotterer. Was? Susi? Mein Gott. Und was ist jetzt mit Max Lehrer? Ich bin eine verheiratete Frau. Eine verlassene verheiratete Frau. Hast du vielleicht Lust, heute Abend was zu machen? Die Flasche ist genauso explosiv wie ich. 18 Uhr? Ja, das müsste ich schaffen. Auf das Leben. Vorweg den Scheiß.